Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinen März-Favoriten. Es ist sowohl Kosmetik als auch ein bisschen Beauty dabei und ein bisschen Lifestyle. Ich freue mich schon, aber es macht mir auch Angst, es ist schon ein Viertel des Jahres rum. Lasst es uns deswegen nutzen. Wenn ihr euer Jahr jetzt ein bisschen durchplanen möchtet und priorisieren, dann hätte ich auch noch ein Video von mir, ein bisschen Selbstwerbung am Anfang. Schaut es euch gerne an, es ist nämlich auch ein großer Favorit von diesem Monat von mir, dass ich mit meinem Selfcare Sunday gestartet bin. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch das Video anschaut und vielleicht etwas für euch daraus ziehen könnt. Dieses Video hat ein kleines Motto, denn mein März war geprägt von unglaublichen Hautproblemen, die ich in dieser Form noch nie hatte. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine hormonelle Sache, die im Moment abgeht bei mir. Das vermutet auch der Hautarzt. Aber deswegen war es extrem wichtig, dass ich sehr schonende Kosmetik benutze und bin ganz weggegangen von den Dingen, die ich bisher benutzt habe, also fast zu 90%. Ich habe nur noch ganz wenige Dinge in meiner täglichen Routine von früher, sondern bin sehr auf meine Hauptbedürfnisse umgestiegen. Ich habe jetzt auch eine Creme aus der Apotheke, aber die zeige ich euch nicht, weil die wird so extra angemischt. Die kann ich euch ja nicht als Favorit zeigen, weil die ist ja individuell auf mich abgestimmt. Was ich euch aber empfehlen kann, ist das Cetaphil Redness Control Waschgel. Das ist ein milder Reinigungsschaum. Den benutze ich abends und der reinigt sanft, ohne die Haut auszutrocknen. Das kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied zu meinen sonstigen Produkten, die ich verwendet habe. Es ist auch extra auf die Rosacea-Haut abgestimmt, also Redness Control. Kostet 15 Euro in der Apotheke, ist wahrscheinlich auch von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich. Aber ich habe einen enormen Unterschied gemerkt. Ich kriege nicht mehr diese schuppigen Hautquaddeln, die ich in der letzten Zeit leider sehr häufig hatte. Von daher bin ich sehr froh für dieses Gesichtsgel. Reinigungsschaum. Da meine Haut auch enorm trocken war, benutze ich jetzt von Balea den Beauty Effect Hyaluron Booster mit Duo Hyaluronsäure, allerdings nicht im ganzen Gesicht, also nicht da, wo meine Problemzone ist, nämlich hier, also dieses untere Dreieck, sondern ich benutze es hier oben auf meiner langsam zu Trockenheitsfältchen neigenden Stirn. Da mache ich das dann genauso wie auf Hals und Dekolleté. Ich bin davon sehr überzeugt, es kostet ja irgendwie nur 4 Euro und man trägt es auf, es ist sofort eingezogen, es ist wirklich ein Effekt, den ich feststellen konnte, also dass diese Trockenheitsfältchen weggehen und dass die Linien gemildert sind. Ich weiß jetzt ob nicht nur optisch oder sogar tiefen, tiefgreifend. Das muss ich natürlich im Langzeittest noch testen. Ich mache das jetzt 4 Wochen, aber da bin ich sehr überzeugt. Ebenso habe ich diese Creme fast ausschließlich benutzt. Ich stand nämlich zwischenzeitlich auf Kriegsfuß mit Lichtschutzfaktor. Ich bin ja der Lichtschutzfaktor-Fechter Number One, wahrscheinlich mit Obacht, weil sie ähnliche Probleme hat mit Pigmentflecken. Aber dann habe ich mich natürlich, als ich diese beschwerenden Hautprobleme hatte, informiert und habe halt gedacht, okay, vielleicht liegt das am Lichtschutzfaktor, weil er ja die Haut auch durchlässiger macht. Aber nach Rücksprache mit meinem Hautarzt bin ich wieder zurück zu meinen Produkten, die ich benutzt habe. Es ist halt wichtig, welchen Lichtschutzfaktor man verwendet. Und in der Zeit, als ich keinen Lichtschutzfaktor verwendet habe, habe ich ausschließlich diese Creme benutzt. Das ist von Balea Med, die Ultrasensitiv Intensivcreme mit Urea. In dieser Zeit war meine Haut so gut versorgt. Also das hat wirklich meine Haut wieder zum Leben erweckt. Es war wirklich mit die Creme, die am besten geholfen hat in meiner schlimmsten Phase. Das Einzige, was ist, ich habe seitdem wieder ein paar neue Pigmentflecken dazu bekommen, weil ich keinen Lichtschutzfaktor benutzt habe. Aber die benutze ich jetzt abends dafür immer. Also ich benutze die jetzt abends als Nachtpflege. Ich habe sie eine Zeit lang als Tagespflege benutzt, habe aber als Tagespflege jetzt die Creme vom Hautarzt. So, ziemlich viel geredet. Machen wir bitte mal einen Cut mit der Haut, denn darüber habe ich jetzt genug geredet. Geht's hin zum Essen. Sven hat mir die mitgebracht, die Zeitschrift. Das ist Food Boom. Und ich fand die ziemlich gut. Ich glaube, die ist relativ neu. Ich habe sie auf jeden Fall noch nicht so häufig gesehen. Und ich finde, dass das Heft sehr schön aufgemacht ist. Es ist nochmal was anderes. Ich liebe ja die Lecker und ich liebe auch die Deli. Die Lecker ist ziemlich gut für so Alltagsrezepte. Aber ich hatte hier den Eindruck, dass hier so ein kleiner Pfiff immer bei den Rezepten dabei ist und es aber nicht so abgespaced ist, wie, weiß ich nicht, in Mutti kocht oder
Ihr merkt schon, ich liebe so Kochzeitschriften. Ne? Das ist echt mein Guilty Pleasure. Ich bin so eine Hausmutschi, wenn es ums Kochen geht. Ich liebe das, mich samstags dahin zu setzen und mir das anzugucken. Und das läuft mir auch schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Auf jeden Fall finde ich es sehr gut erklärt. Gute Auswahl an unterschiedlichsten Rezepten. Und ich möchte euch noch was Schönes zeigen zum Beispiel. Ich finde auch, dass es einfach schön aussieht. Also das, wenn so etwas so dargerichtet ist, dann mag ich das einfach. Foodboom kostet 3,90 €. Übrigens war ich ja, vor 2 Jahren habe ich auch so Bilder gemacht, wo ich dann immer so einen farbigen Untergrund gemacht habe. Aber es hat euch auf Instagram nicht gefallen. Es ist mir wurscht, ich werde das jetzt weitermachen, weil es mir gefällt. Und mein Instagram-Account soll ja in erster Linie mich widerspiegeln. Und deswegen werde ich das posten. Ich hoffe, ihr supportet das trotzdem. Ich habe mich endlich an Creme-Produkte rangetraut und da habe ich den Laura Mercier Canyon Blush entdeckt. Das ist so ein sehr neutraler, ja, ich würde sagen, es ist Dallas in noch peachiger als Creme-Produkt. Also Dallas von Benefit. Ich finde es ziemlich gut. Also es funktioniert schon recht gut mit dem Platzieren auf der Wange und es sieht auch einfach glowiger aus und einfach gesünder. Gerade wenn man eine trockene Haut hat. Ich bin sehr überzeugt und freue mich und werde mir vielleicht noch das ein oder andere Creme-Produkt aneignen. Wenn es diesen Monat etwas gab, was mich richtig auf vom Hocker gehauen hat hinsichtlich dekorativer Kosmetik, dann war es diese Maybelline Mascara, die Gigi Hadid Lash Sensational Mascara. Wahrscheinlich ist das eine Limited Edition, aber nur vom Look and Feel, weil ich glaube, dass dieses Bürstchen jetzt nichts ultra Besonderes ist und dass es das auch im Normalfall gibt in der Drogerie, hoffe ich zumindest, weil ich mega geflasht bin, was das mit meinen Wimpern macht. Also, ihr müsst ein bisschen clumpy Wimpern mögen, also dieses Verdichtete. Sie macht extrem lang, sie macht extrem gefächert und sehr viel Volumen. Ich bin wirklich total happy, dass ich mir die gekauft habe. Ich gucke mal, ob ich noch mir ein Backup hole oder werde mich mal informieren, ob das auch aus der normalen Riege ist. Nur halt in schön rosa Gold, passend zu meinem Interieur in meinem Zimmer. Zum Schluss möchte ich euch noch meinen Favoriten bei Netflix nennen, denn nach anfänglicher totaler Skepsis bin ich jetzt ein Riverdale-Süchtling. Das liegt aber daran, dass ich verstanden habe, dass diese komplette Überspitzung der Charakterenausgestaltung ein rhetorisches Stilmittel ist, weil es eine Übersetzung ist von den Archie-Comics und dann kann ich damit leben. Ich finde die Geschichte ganz spannend, ist natürlich sehr teeny, es ist sehr überspitzt und dennoch sind die Charaktere sehr flach. Aber was ich gemerkt habe, es ist gerade so viel Drama, dass ich das ertrage. Weil es gibt Serien so wie The Walking Dead und Co., die nehmen nicht richtig mit. Also als empathischer Mensch leide ich wirklich unter diesen Dingen. Also ich kann mir deswegen auch keine Drama-Filme angucken oder Filme, wo Leute krank sind. Und also deswegen meide ich das. Deswegen gucke ich ja entweder nur Disney und Co. oder halt Metzel, Metzel, Metzel. Das kann ich komischerweise besser ertragen als echtes Leiden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, egal. Und bei Riverdale ist es so, es ist immer in diesen Dosen, dass ich das ertragen kann, ohne dass ich ausflippe und irgendwie komplett emotional am Ende bin. Ja, deswegen mag ich Riverdale sehr gerne. Mich würde natürlich interessieren, was eure Favoriten im März gewesen sind und worauf ihr euch im April freut. Also ich freue mich auf verschiedenste Dinge im April. Ich freue mich auf die Blümchen. Ich will ein bisschen anzüchten, wieder für den Balkon. Und ja, darauf freue ich mich im April. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag, wann immer ihr das Video guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Video, spätestens am Selfcare Sunday. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss!